Was wollen wir? Sie bezeichnen sich als sogenannte Friedensbewegung. Doch so schön das Wiedererwachen der Friedensbewegung auch sein mag, so unschön waren die Begleiterscheinungen. Desinformationskampagne. Mit Wörtern und Begriffen, die die Friedensbewegung kaputt machen sollen. Anti-Amerikanismus, Verschwörungstheorien und ein bisschen Frieden. Ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorie. Das ist ein Kampfbegriff. In die rechte Ecke drücken mit diesem Bericht. Die haben Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland lügen. Als Querdenker stehen sie da. Neue Töne von der neuen Friedensbewegung. Wie frei die Meinung ist, merkst du erst, wenn du deine geändert hast. Nicht mehr das nachbetest, was der staatseigene Sender sagt. Was du meinen und denken darfst, kommt live über den Sender. Machst auf welcher Seite du stehst und welchen Feind du als nächstes hast. Alles schwarz, weiß, gut, böse, sie wollen den Verstand verpesten. Zwischen den normalen Menschen Hass und Kämpfe anzuzetteln. Das Massenchecken beginnt sich abzuwenden. Von transatlantisch vernetzten Propaganda-Gazetten. Sie hetzen, denn sie haben Angst vor Menschen, die anders denken und das aussprechen, was sie denken. Die anfangen, andere anzustecken. Versucht sie abzudrängen, abzugrenzen, an die Wand zu stellen. Doch jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden. Sagt bye bye NATO-Presse. Die auf Friedenstauben schießen und mit Euphorie und Euphemie die Kriege formulieren für die Ziele der Eliten. So füllt ihr die Druckerpatronen mit dem Blut von unzähligen unschuldig Toten. Sie schießen geniale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Journalisten im Dienste der Propaganda. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Diese vermehrt einseitige Berichterstattung. Das mit der Wahrheit egal. Die Medien schießen auf eine Friedensbewegung. Verhält sich nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner. Und heute? Sag mir, wo die Friedensbewegung ist. Wo ist sie geblieben? Diese Prostituierten fragen sich ernsthaft, wo hier denn eine Bewegung ist. Es sich mal ein, setzt für den Frieden. Ich helfe euch, denn es scheint am Kurzzeitgedächtnis zu liegen. Checkt die Archive, ihr wart die, die diese Kräfte beschießen. Von FAZ bis zum ZDF, von der Welt bis zum Spiegel. Fördern in Texten die Kriege mit mieser Hetze auf Titeln. Seit der Atlantikbrücke, Marshall Fund und Aspen verschrieben. Ne klausklebrige Nähe. Dann Super Angie und Friede. Aber nein, ich bin kein Putin-Verehrer. Es gibt dort zu viel zu tun und genug, was nicht gut ist. Nur tut hier grad jeder, als wären wir super unfehlbar. Für die Russen ein Lehrer, aber für Snowden wäre Schutz oder auch Zuflucht kein Thema. Euch gebt das Blut an dem Paper, denn der neue kalte Krieg ist auch Produkt eurer Feder. Und ihr versucht, was mit jeder Zeile die Meinung zu leiten, um gleich den meisten zu zeigen, verstehen ist scheiße und zeichnen deine Nukleargegner. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders denken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften. Denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschrieben. Wir haben massenhaft solche Post bekommen. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und die scheint erschüttert zu sein. Ein zentrales Thema, Medienkritik. Wir würden nicht das Ganze. Eine Kultur des Krieges, des Hasses, des Konsums, des Misstrauens und der Intoleranz gegenüber anderen. Medien in der Vertrauenskrise. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer an Eskalation aufgeilen. Ja, Flaggen nehmen sehr, sehr stark ab. Man sieht euch angeschlagen, am Abgrund hinken, weil die Massen was sind und mit Taschentuch zum Abschied winken. Abozahlen sinken und bald werdet ihr ganz verschwinden, weil ihr von den Bäumen doch nie von dem ganzen Wald berichtet. Feindbilder zeichnen aus den kleinen Minderheiten, bis der Kleinstadthorizont bald wieder scheint. Über Heimen, ihr geht Seite an Seite mit den Schlägern und den Knüppeln, denn ihr selbst habt seit Jahren dieses Problem herangezüchtet. Hinter dem, der hierher flüchtet, liegt ein brennendes Heim, echtes Leid. Doch ihr kriegt nur Sendezeit, wenn es nicht live den Westen zeigt, in Echtzeit, während ihr bei dem Protesten schweigt sofort in eine Ecke, treibt. Ich frag mich, ist es ernst gemeint? Und allzu deutsche, antideutsche lesen weiß und denken weiß. Mit Landesfahren gegen Nationen, was doch befremdlich scheint. Araber mit Palituch, sein Terroristen. Nicht lernen aus unserer Geschichte, kein Fuß breit den Rassisten. Denn Verbrecher sind Verbrecher, ganz egal wer es ist. Es geht um Taten und nicht darum, welche Flagge man hisst. Bei eurem medialen Doppelstandard mach ich nicht mit. Ich sag die Wahrheit, ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften. Denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale
alle Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Was ist denn jetzt? Die Journalisten werden von den Lesern unter Feuer genommen. Schließen Sie die Leserbriefe! Leserbriefe, das ist alles im Netz! Die Leute, was ist, da machen Sie die Foren dicht! Oh nein! Was? Die Leute weichen auf Facebook aus! Ja, dann moderieren Sie, blockieren Sie, löschen! Aber wir kämpfen doch für die Meinungsfreiheit! Ja, aber doch in Russland, nicht hier!